Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Unheimlich Jason Horrorschrei. Das Spiel heißt eigentlich Scary Jason Horror Scream. Also ist auf Deutsch, ich schreibe auch in meinem Titel, das Spiel heißt Scary Jason Horror Scream. Und ja, ich würde sagen, wir klicken mal direkt auf Abspielen. Und ist ein Spiel, wo wir von Jason entkommen müssen, von einem Haus. Und ich würde sagen, ja, ist Mikro überhaupt ein? Yes, okay. Alles klar, meine Mann? Okay. So, es wird geladen und zack. November, 6. November, 11 Uhr. Gefängnis von Mansfield, irgendwo in West Virginia. Haben wir das nicht schon mal gesehen in einem Spiel von Scary Teacher Escape? Ein Video von diesem Spiel habe ich am 21. September hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, ob ihr euch an das erinnern könnt. Ach komm, diese Katzin. Sie war die einzige Person, die hier übrig ist. Ach komm, ich überspringe das. Okay. Tag 1. Wir stehen hier. Ich muss sie retten und in diesem Ort entkommen. Wer ist sie? Wahrscheinlich stand das im Video, das ich übersprungen habe. Okay, beginnen Sie mit dem erlernen Wunsch, Legenda. Okay, hier liegt auf jeden Fall direkt ein Schlüssel. Hallo, kann ich ihn nehmen? Wieso kann ich ihn nicht nehmen? Digga. Hä? Und ich kann nicht mal die Tür öffnen? Kann ich hier jetzt überspringen? Aha, ach so, jetzt. Okay. Den Schlüssel. Ich kann das aber nicht nehmen. Warum? Aha. Ach so. Beginnen Sie eine Suche diesem Ort. Vielleicht gibt es eine Hinweise. Okay. Das nimmt mich jetzt auch runter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier runter. Okay. Ist der Jason gekommen? Ich glaube, der war ja nicht. Okay, dann muss man das Gefängnis hier. Okay. Alles klar, Waldemar. Dann gehen wir hier durch. Alles klar, wir haben ja auch noch eine Taschenlampe, oder? Ja, wir haben ja auch noch eine Taschenlampe. Okay. Was finden wir hier? Hier drin ist ein bisschen dunkel. Hier drin nicht. Generator. Können wir alle grün machen? Ah, yes. Müssen wir die überhaupt grün machen? Das weiß ich jetzt leider nicht. Und hier finden wir einfach nichts. Das ist langweilig hier drin. Und hier drin findet sich auch nichts. Oh, scheiße, Mann. Was war denn jetzt das? Oh. Okay. Alles klar, was finden wir hier drin? Hier drin finden wir leider nichts, Leute. Okay, was finden wir? Auch nichts. Alles klar, dann ich sage, wir machen mal in diese Tür rein. Okay, die kann man sich drin verstecken. Ich kann nicht öffnen. Wieso steht eigentlich vorne, wenn ich die Tür öffne? Jetzt ergibt es irgendwie keinen Sinn. Und was finden wir drin? Freunde, ich kann das Objekt nicht nehmen. Warum denn? Weiß ich nicht. Okay. Alles klar. Also hier ist so ein großer Schmanzibel. So. Was finden wir? Sieht irgendwie aus wie ein Klassenraum, aber hier sind keine Stühle. Das war die optimale Größe von einem Klassenraum hier. Was finden wir hier? Nix, okay. Und schon gekritzelt, da können wir uns verstecken drin. Hätte ich noch einen Kritzel. Der legt sich immer wieder um. Das heißt, wenn ich sehe noch Fußspuren, der kommt hier hin. Das heißt, über diesen Hebel kann ich ja nicht. Jo, ich sehe die wieder weg. Tauchen die wieder auf, wenn ich auf dem Hebel. Hallo, ich tauche wieder auf. Ach so, zu diesem Hebel. Ja, wo soll ich jetzt hingehen? Ah, hier ist noch ein Hebel. So wie ich es hier mache, oder was ist jetzt los? Also ich sehe hier nur drei Hebel. Ist natürlich... Also das verstehe ich jetzt nicht. Ist doch egal. Okay. Ich finde vielleicht hier drin. Das weiß ich leider nicht. Okay, dann geht es hier rein auf jeden Fall. So, waren wir hier schon mal? Müssen wir noch nicht. Hier ist es übelst dunkel. Leute. Okay, hier brauche ich das Lampe wahrscheinlich auch gar nicht, weil das verschwindet mir noch Batterien. Nur hier. Ah, das ist ein Tür. Aha, so. Ich hätte gedacht, das ist dunkel. Damit er was. Okay. Was finden wir wohl hier drin? Darin war ich schon mal. Diese Generatoren habe ich ja schon umgelegt. Aber hier war ich noch nicht. Okay. Ist er da gerade lang gelaufen? Habe ich das eingebildet? Ich glaube, das habe ich mir jetzt nur eingebildet. Okay, Leute. Was finden wir echt hier drin? Das weiß ich nicht. Wer hier drin ist. Okay. Es klemmt. Diese Tür klemmt, Leute. Okay, dann würde ich sagen, geht's auch hier hoch. Öffnen. Okay, Leute, was ist denn hier drin? Nix, Leute. Okay, war ich hier nicht überall schon mal? Oh, ne, hier geht's noch durch, Digga. Und da kann ich nicht durchgehen? Oder muss ich mich drücken in die Hocke? Nö. Wahrscheinlich gibt es einen anderen Weg dahin. Das ist natürlich hier jetzt ein Weg. Aha, hier muss man durchgehen. So, das kann ich alles abschließen. Okay, das ist eigentlich der Jason. Wir müssen doch von dem guten Jason entkommen. Da habe ich das gesehen auf Practic gestellt. Das weiß ich nicht. Okay. Dann geht's hier hoch. Hoffentlich habe ich mich auf Practic gestellt.
es wäre schon noch spannend, wenn ihr in Jason wäre. Wäre das Spiel zwar auch ein bisschen unmöglich. Okay, Leute, aber hier unten finden wir leider erstmal nichts. Wir können natürlich da zu den Gitterin hier noch öffnen. Wenn ich jetzt wirklich all diese Gitter öffnen, dann durchzugehen, dann sicher nicht alle hoffentlich. Okay. Das ist das Gefühl, dass ich jetzt hier bin. Nix, dann da nix. Ja, befindet sich auch nix drin. Okay. Alles klar, Waldemar. Okay. So, dann würde ich sagen, hier sind wir auf Gefängnisgitter. Wir sind jetzt ein bisschen weg, weil diese Gefängnisgitter öffnen, um nur mit zu durchsuchen. Weil hier ist ja meistens auch gar nichts drin, leider. So, hier. Oh nein, verdammt, da ist Jason. Nein, da gibt es keinen Gitter. Verdammt, den hat er nicht. Aber ich habe noch gesehen, dass er einen Gitter im Bauch hat. Vielleicht im Hals. Aber ja. Okay, wir wurden jetzt erwischt. Das war ein bisschen blöd von mir. Okay, zum Zielen ziehen. Mach, komm. Oh, ich liebe diese Werbung. Und zwar müssen wir auf den hier tippen. Okay, und jetzt schießen. Komm, bitte sag, wir treffen ihn. Okay. Wir treffen ihn nicht. Ich habe auf ihn geklickt. Ist doch egal. Alles klar. Ich würde sagen, jetzt mache ich hier wieder weiter, Leute. So, die Tannen habe ich jetzt nicht mehr, die brauche ich jetzt auch gar nicht. Also ich muss sagen, ich lasse jetzt mal einen anderen Gang, falls es noch einen gibt. Hier? War ich hier noch nicht? Doch, hier war ich schon. Da oben war ich vorhin, da oben wurde ich erwischt von Jason. Vorhin. Und ich glaube, hier bin ich noch nicht durchgegangen, oder? Und hier war ich noch nicht. Okay, dann geht's hier unten durch. Gut. Und hier drin ist hier oben noch was. Also hier oben finde ich erstmal nix. Was? Da ist der Tür? Du Arschloch. Okay, Leute. Für die heutige Folge Scary Jason Escape Horror Scream. Wie heißt es? Ich glaube nur Scary Jason Horror Scream. Was ich auch nicht schreibe. Mein Videotitel einfach das Spiel als Scary Jason Horror Scream. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Sonst wird dieser Jason euch zu Hause und euch töten. Mit der Kettensäge ersägen. In Stücke, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.